du. Let's play. 7 Days to Die 4.1. Da bringt man gerade die 3.0 Videos raus. Dann kommen schon die Kommentare. Tudu, die 4.1 ist schon raus. Yeah, 7 Days to Die. Das ist auch nicht der erste Versuch, dieses Spiel in dieser Version zu starten. Werdet ihr am Ende wahrscheinlich in den Outtakes sehen. Mal schauen, ob ich es mit reinnehme. Denn es ist ununterbrochen abgestürzt, wenn ich meine Welt geladen habe. Geh weg, du scheiß Buch. Oder nimm es mal mit. Vielleicht braucht man es ja. Und das Ganze konnte ich so lösen, die soll ich jetzt auch mitnehmen, habe ich gelesen. Indem ich einfach meine Welt lösche und eine neue anfange. Super, so löst man die Probleme. Scrap Metal! Ich habe auch gelesen. Nimm mal ruhig alle drei mit. Von wegen, als ich diese Metallstangen abgebaut habe, dass ich die tatsächlich zu Scrap Metal hätte machen können. Indem ich sie einfach nur in die Crafting-Leiste da oben gezogen hätte. Ja, hätte ich früher wissen sollen. Aber man lernt nie aus. Und ja, das mit der Shotgun-Muni war auch peinlich. Reden wir mal nicht weiter drüber. Spielen wir jetzt einfach die neue Version und schauen, was es hier so Neues für uns gibt. Ich glaube, ich nehme mal die Steine wieder mit. Wuff! Wuff! Und kann ich nicht angehen? Oh fuck, oh fuck, oh fuck, 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 fuck. What the fuck? Snoop Dogg, geh weg! What the? Verpiss dich! Alter! Jesus, hilf mir! Sei meiner gnädig! Nimm das Fass! Ich hoffe, das waren jetzt alle Wuffis. Pegen. Und peng. Und peng. Peng, peng. Oh, fuck. Nicht schon wieder so ein Drecksköter. Mama. Monster. Kill, kill. Peng, peng. Aruis. Okay, dann tun wir jetzt hier mal in aller Ruhe looten. Kühlschrank, yeah, Wasser, Stein. Ah, hier sind Steine drauf, na klar. Ein Topf. Ach, hier diese Dinger. Die einfach im Inventar ins Crafting-Menü ziehen und dann, da geht die Luzi. Und Muni und Steini. Hep. Und da war noch ein Rucksack. Ha, ja. Painkillers. Ich habe den Tag mal wieder auf 50 Minuten gestellt. Wow, cool. Hunting Knife. Das habe ich noch nie gesehen. Ach ja, und mit der Zange kann man irgendwie reparieren. Habe ich auch in den Kommentaren gelesen. Hep, hep. Wisst ihr, ganz ehrlich, mir macht das Spiel viel mehr Spaß, wenn ich nicht vorher alles lese. Da, so geht das. Sondern einfach drauf losspiel und dann mich von den Kommentaren quasi ein bisschen leiten lasse. Dass ihr mir quasi das Spiel erklärt, weil ich habe keinen Bock, immer bevor ich das Spiel spiele, einfach alles schon zu wissen und null Überraschungen zu erleben. Lieber weiß ich irgendwas nicht und stelle mich am Anfang blöd an, als dass ich es von Anfang an weiß. Ich hoffe, ihr könnt es nachvollziehen. Ich möchte einfach unvoreingenommen den Spielspaß... Fuck, jetzt habe ich den blöden Kochtopf hier. Unvoreingenommen den... So, liebe Kinder, schrumpft man einen Kochtopf. Das Spiel auf mich wirken lassen und nicht einfach alles auswendig wissen und ah, da ist das, also muss ich das und das machen. Bisschen vorbereiten, ja klar, aber nicht immer alles gleich komplett wissen. Das ist ja langweilig. So, meine Meinung. Und wer da was dagegen hat, dem passiert das hier. Sind die Titten größer geworden? Oh, ich fick dich ins Knie. Oh, ha, 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 lustig. Stein, Auto,
Kabumfass. Stein und Stein und Stein. Zack, zack. Meins. Was ist denn das? Ah, Akkumütsche. Die. Zum ersten Mal meine Pistole hier auffrischen. Das finde ich cool, dass das geht. Hep. Und noch ein Auto. Da waren wir überall schon. Hier ist Stein. Klima. Also diese Metallpipes, die lasse ich mal noch da. Oder kann ich die vielleicht auch wieder zu Scrap Metal machen? Ausprobieren. Nein. Tschüss. Geh weg. Was denn das? Oh. Komm mal. What the fuck? Ist das Slimer von den Ghostbusters oder was? Oder Flubber? Ich bin Flubber. Steine, Steine, Steine. So, um wieder ein bisschen Platz zu haben. Schön. Nichts. Stein. Hier ist so ein Fass. Nehmen wir auch noch mit. Kletter da hoch. Nein. Geschrumpft. Hunting Knife. Yeah. Essen, Steine. Und Müll. Hüpf. Was haben wir hier? Also teilweise echt schwer, hier die Steine von den Müllsäcken zu unterscheiden. Der schaut doch genauso aus wie der Müllsack hier. Zack. Und meins. Und noch ein Hunting Knife. Jawohl. Da geht die Luzi. Hep. Also hier kann man sich ordentlich satt looten. Stein, Stein, Stein? Nein, Müllsack. Verdammt! Sie sind sich so ähnlich. Platz machen, Platz machen. Messer. Alright. Habe ich sonst noch was? Nein. Ich tue mal die Munition immer zusammenlassen. Einfach der Ordnung halber. So. Und den Rest lassen wir mal. Überlassen wir mal dem Zufall noch. Scheiß deutsche Gründlichkeit immer aufräumen wollen. Nein! Essen packen wir auch nach ganz unten. Und ein bisschen trinken. Und Painkiller. Und ja, typisch deutsch. So. Ach komm, nimm sie mal mit. Tipp, tipp, tipp. Tipp. Aber bevor ich jetzt wieder angegriffen werde, mache ich nochmal schnell die Steine zusammen. Tipp, 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 tipp. Und pack mir ein Trinken in die Hand. Oder fünf. Wir haben's ja. So, meins, meins. Was ist das? Achso, so eine Zapfanlage. Scrap Metal. Da sind wieder. Nee, keine Stacheln. Okay. Zack, zack, zack. Ihr könnt mich gerade mal gepflegt am Arsch. Obwohl, hier könnt ihr bestimmt rennen, oder? Tun wir mal sicherheitshalber deaktivieren. Yeah. Scrap Metal. Ja, yeah, nein, ich habe das Buch genommen. Du das Buch weg. Nicht lesen. Nein! Das war knapp. So, die Pistole können wir auch wieder vulvarisieren. Was auch immer das heißt. Oh, Jesus Christus, gibt's hier viel Zeug. Riesiges Sofa in der Tankstelle. Ja. So viel Wasser. Und so wenig Essen. Ah, ja. Letzte Folge. Ich irgendwie
war ich bei der Farm und hab mir Mais mitgenommen. Jetzt habe ich schon keinen Platz mehr. What the fuck? Aber ein bisschen Wasser in die Hand. Genau, ich wollte mir nämlich irgendwie den Mais anpflanzen und ein Haus bauen. Bei diesen Villen. Villas, Villen. Ja, natürlich kann ich nicht stacken. Na klar. Safe. Raketenwerfer. Sniper. Bullshit. Bullshit zusammenfügen. Zack. Zack. Yeah. Zack. Zack. Yeah. So, und da oben haben wir nichts weiter. Pfeifen, Pfeifen. Ich weiß, dass es keine Pfeifen sind, aber ich nenne es so. Verklag mich doch. Und ja. Fertig. Durchgespielt. Wo sind wir denn? Da unten. Toll. Die Villen waren, glaube ich, da oben. Super. Nordwesten. Ja, dann werde ich wohl ein paar langweilige Meter ohne euch zurücklegen müssen. Mal umgeschaut hier. Hallo. Friendly. Boah, Alter. Fuck. Habe ich mich erschrocken. Jesus. Warum sage ich andauernd Jesus? Also der eine Flitzer, der hat mir jetzt ordentlich eine Bremsspur in die Buchse gezaubert. Wow, ich geh mal weg hier. Boah, alter Falter. Hab ich mich erschrocken. Da flitzt einfach diese kleine Wuselratte an mir vorbei. Oder zu mir. War das hier mein Spawn? Tatsache. Hier, liebe Kinder, wurde der Dudu geboren. Im Poppers vom Auto. Na gut, langweiliger Fußmarsch. Wir sehen uns hoffentlich bald. Weit bin ich nicht gekommen. Dann habe ich hier dieses Zelt gesehen. Oder dieses Pseudo-Zelt. What the fuck? Der Hund hat einen Wheelie gemacht. Wheelie Dog. Und die Zelte sind cool, falls ihr Stoff braucht. Also Klamottenstoff, nicht Stoff. Keiner mag Stoff. Aber Klamottenstoff ist cool. Weil dieses Zelt besteht aus 3 Milliarden Stoffteilen. Brauchen wir die? Ja. Und wenn ihr das abbaut, dann habt ihr nie wieder Stoffprobleme. Ich habe jetzt so oft Stoff gesagt. Da kriege ich die Stofferitis. So. Komm, dich hauen wir mal. Ne, dich hauen wir nicht weg. Zack. So, wieder Platz. Was könnten wir denn wegschmeißen? 2 leere Flaschen, diese blöden Bonbons, die nerven mich eh nur. Papier und das auch. Scheiß drauf. Verklag mich doch. Der Kollege hat schon mal Stoff dabei. Magazine. Du? Ja. Shotgun, digitiert zu. Super, reparierte Shotgun. Hunting Knife, digitiert zu. Super, repariertes Hunting Knife. Hunting Rifle, Hunting Dingenskirchen. So, wieder schön aufgeräumt. Dann probieren wir doch gleich mal eins aus. Die! Wow. Sag mal, ich halte das Messer an der Klinge, oder? Drum ist es auch so blutig, wenn ich mich die ganze Zeit schneide. Ja, dann ohne Hunting Knife. Höp, höp. Wie ihr seht, Klamottenfragmente ohne Ende. Also wenn ihr Stoff braucht, hahaha, dann haut ein Zelt kaputt. Da, du blödes Zelt. Dein Gesicht.
So, mal schauen, wie viel ich noch nehmen kann. Der Kollege lehnt sich jetzt hier noch gegen die Schwerkraft an. Also so ein unsichtbarer Ding ist da. Ah! Ja! Yeah. Was ist das für ein Material? Ist der aus Holz? Scheiß Hunting Knife. Du bist schwul. Hep. So. Mehr Stoff, als wir jemals gebrauchen können. Das war Survival-Tipp Nummer 1. Survival-Tipp Nummer 2. Verkauf den Stoff und... Oder mach ihn dir zu einem fliegenden Teppich und... Flieg. Ja. Arschgeschmarrie. Bis gleich.